Moin Moin und hallo und herzlich willkommen zu The Game Presents. Heute eine kleine Runde Team Deathmatch auf der Map Das Arkaden. Auf der Fahrt habe ich mit dabei die G36 vergoldigt und schallgedämpft. Als Abschlussserie mit dabei auf der 5 die Abwurfwalle, auf der 12 die verbesserte Drohne und auf der 18 die Abwurfeskorte. Heute wollte ich mal einige Dinge mit euch drüber reden, nämlich als ersten Punkt habe ich Call of Duty 9. 2012 soll die Ballersaga Activision nach weitergehen. Activision-Boss Bobby Kotick hat die Fortsetzung auf einer Investorenkonferenz bestätigt. Wie es allerdings heißen soll, weiß im Moment leider keiner. Spekulationen sind natürlich im Moment Iron Wolf, Project Iron Wolf oder Black Ops 2. Wie die Story wohl sein wird, weiß momentan leider keiner. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Als zweiten Punkt habe ich heute das Waffen-Level-System von Modern Warfare 3. Wie es funktioniert, wissen ganz sicher die meisten COD-Zocker unter euch, das hoffe ich jedoch. Man hat zunächst eine Waffe, wie ich hier zum Beispiel hier die G36C. Wie in Black Ops kann man nun der Waffe auch einen goldenen Look verpassen, welches mit dem neuen Waffenlevel-Verfahren funktioniert. Man kann durch gute, zahlreiche Kills das Level der Waffe steigern, wobei es ähnlich wie mit dem Level-Verfahren funktioniert. Sprich, viele Kills, viele Erfahrungspunkte. Es gibt insgesamt 31 Level pro Waffe, die erreicht werden können, welche jedoch beim Bestätigen vom Prestige leider gelöscht werden. Pro Level gibt es meist ein Extra zu einer entsprechenden Waffe, sprich ein jeweiliger Aufsatz bzw. eine neue Tarnung. Ja, als dritten Punkt habe ich den neuen Prestige-Laden von Modern Warfare 3. Wer bei vorherigen Call of Duties ungern auf Prestige gedrückt hat, hat nun neue Gegengründe. Man kriegt wie in mehreren Call of Duties Prestige erreicht. Beim Prestige-Laden von MW3 sogenannte Prestige-Embleme. Diese kann man gegen einige Extras in MW3 eintauschen und erhält somit zum Beispiel doppelte Erfahrungspunkte oder aber auch zum Beispiel eine Extra-Klasse für Waffen. Das heißt also, wer in den vorherigen Teilen fleißig war, wird nun in Modern Warfare 3 ordentlich belohnt werden. Als vierten Punkt habe ich auch heute die neuen Maps von MW3. Wie einige wissen, ist Call of Duty ein echter Meister in Sachen Maps und Umgebung. Da in Modern Warfare 2 der Kontrast relativ hoch war, sprich, dass es eventuell viel bunter war, hat sich Infinity Ward gedacht, dass sie in MW3 den Kontrast einigermaßen wieder runterdrehen. Deswegen auch der etwas gräulichere Ton in MW3. Die Maps aus Modern Warfare 3 sind meist gleich strukturiert. Das heißt, es gibt jeweils nur 2 bis 3 Wege, die Gegner zu erreichen und sie anschließend zu eliminieren. Allerdings gibt es jedoch einige Nachteile in Modern Warfare 3, die bisher nicht gepatcht wurden. Leider sind die meisten Maps viel zu verwinkelt und geben somit Campern eine gute Gelegenheit, sich in eine Ecke zu verschanzen und es sich gemütlich zu machen, bis ein Gegner kommt. Ja, meist sind aber doch die Chancen eines guten Quickscopes hoch. Das heißt also, wenn man in MW3 ja um eine Ecke rennt und auf einen Gegner sucht, beziehungsweise trifft, kann man ihn viel besser treffen als in Modern Warfare 2. In Modern Warfare 2 war es ja meist so, dass die Maps viel größer waren, viel offener und viel gespaltener und somit hatte man eine etwas schlechtere Möglichkeit, auf Distanz zu quickscopen, welches jedoch bei MW3 verbessert wurde. Ja, das waren eigentlich heute die meisten Unterpunkte, denen ich euch einige Informationen übergeben wollte. Hier sehen wir noch ein kurzknackiges Gameplay von mir. Nämlich habe ich mir gerade den Typen geholt, lade hier um die Ecke nach, sehe einen Typen hier direkt neben mir respawnen und hole erstmal die FMG9 Akimbo raus und hole mir eine andere Waffe. Sprich, die UMP45 mit Rotpunktvisier. Und ja, da sehen wir einen Typen, der gerade zu mir gekommen ist, hat sein Martyrium losgelassen, welches mich jedoch leider zum Glück nicht erwischt hat. Und ja, diese Map, die ist einer meiner Lieblingsmaps. Ich weiß im Moment beziehungsweise noch nicht genau, woran das liegt. Also das ist einer der einzigen Maps in Modern Warfare 3, wo ich sagen kann, die sind wirklich offen und gespalten wie in Modern Warfare 2. Deswegen finde ich einfach, ist die Map ja gigantisch. Also wie ihr sehen könnt, ich habe hier eigentlich eine ordentliche KD immer bei Arkaden. Da werfe ich mal eben kurz eine Blendgranate hin, welches mich leider nicht weitergebracht hat. Ich laufe erstmal hier lang
und denke mir, dass jetzt kein Gegner kommen wird. Und so langsam ist jetzt auch das Gameplay vorbei. Wir haben gewonnen. Ein schöner Messerwurf-Throw am Ende noch, welches ja, mich nicht sehr weit gebracht hat. Der Abschuss von dem Typen, der Stupid Gravity heißt. Toller Name. Gruß an dich, du bist im Fernsehen oder YouTube. Und ja, ich hoffe, das Gameplay hat euch gefallen.